So, die Junon-Region. Hier mal kurz ein bisschen Lucky machen. Damit wir es dann mit der Hauptstory auch so ein bisschen einfacher haben, weil. Wir wissen ja durch die Demo, wenn wir da reingehen, haben wir ja da diesen blöden Kampf. Ich möchte den doch irgendwie so ein bisschen. Mir vereinfachen, indem ich ein bisschen level. Ja, Alicia, mir geht es gut. Und wie geht es dir? Die Schwiegermutter fragt mich sonst eigentlich nicht so direkt. Was hast du eingestellt? Und wie geht es Günther? Ich mache mir gerade Sorgen um Günther. Ein bisschen Seil wollen so einfarmen. Ja, natürlich, weil ich Heiltränke mitmachen kann. Und zu Hause gibt es das sonst nicht. So. Nichts? War mal was anderes. Ah, okay. Okay. Ich frage einfach nur nach. Und trotzdem, wie geht's Günther? Na, dann grüße ich noch. Grandios Kuchen, wie geht es dir? Wie war die Nachtschicht? War sie aufregend? War sie prickelnd? Erquickend? Günther geht's auch gut. Sehr schön. Das freut mich zu hören. So, oh, die Viecher sind aber quirlig. Nirus Fefox. Nur kein Über. So. Okay, Eis mögen sie nicht. Hey! Boah, jetzt kann ich die auch analysieren. Dornenblitz. Auch eins, okay. Die anderen sind noch gar nicht so weit. Naja, dafür Mummel zu benutzen wäre jetzt hart gewesen. Alles Bestes, die war für den. Punkt. Okay. So aufregend war sie. Ui. Klingt ja nach einer Menge Spaß. Nicht. Zack. Muss ich nochmal kurz. Nein. In die Synthese reingucken. Wegen dem einen Armband. Was war denn das? Das hier, ne? Gib mir da Gnade des Planeten. Ja, okay. Ja, fehlt noch was. Wie kriege ich ihn dazu hochzuspringen? Der Feind ist geschwächt. Ich liebe Luftkämpfe. So cool. Wo ist der Dein? Kein Einrichter da gewesen und von 20 Maschinen liefen nur 6 Maschinen. Nett. Ja, musste man wenigstens nicht groß aufpassen bei nur 6 Maschinen. Also guck mal, diesmal war das Griffchen hier oben.
Hör auf Hughes ein. Eine Gruppe hat 5 EP erhalten. Das klingt so wenig. Komm, Barrett, du alle Spritzkanone. Rutschen dann alle schneller runter, das ist ja cool. Jagd 1. Ja, doch, nehmen wir den. Ach, das ist doch wieder der Greif, ne? Oder? Nee, doch nicht. Nicht angreifen, nicht angreifen. Sie muss doch noch sulzen, oder nicht? Identifiziert. Rufe Datenverzeichnis aus. Während dieser Jahreszeit durchqueren die Tonadus die Junon-Region, um einen Brutplatz zu finden. Sie bauen ihre Nester weit ab von menschlichen Siedlungen und ziehen dort auch ihre Jungen groß. Die Aufgabe der männlichen Tonadus ist unter anderem die Nahrungssuche. Um Futter für ihre stets hungrigen Jungen zu beschaffen, begeben sie sich jedoch auch in die Nähe von menschlichen Behausungen und schrecken selbst vor Angriffen nicht zurück. Wegen Junons Ausbau durch Shinra verloren sie einen Großteil ihres Lebensraums, weshalb sich die Attacken in letzter Zeit häufen. Um nicht als Mitbringsel für die Küken zu enden, ist bei der Datenerhebung Vorsicht geboten. Ach, fertig mit Soße. Ich wüsste ja eine Methode, wie du die Zeit rumkriegst. YouTube-Videos von mir gucken. Ach, komm schon. Jetzt will er wieder nicht das machen. Sie blitzen jetzt wieder nicht hoch. Ah. Auf mich zu picken. Oh, Mist. Ahnung, wo man in der Luft war. Ups, ja. Na? Hm. Ich geb nicht auf. Oh, verdammt. Boah, den hat er mich doch erwischt. Das war's. Aufgezeichnet. Wie in die Verkettung. Das Eis. Was ist das da für ein Ding? Mit Aerosol. Ich will ja nicht flüchten. Das war schon das Große. Ist dann immer so hinterhältig. Warte mal, sie hat doch Strömischen im Sturz. Upsa. So wird das nichts. Auf ein neues. So, Fähigkeit hin. Niederrief. Wer dich streut? Rückwärts ein. Sie hat auch noch was. Ja, wir machen eine Junschuld in Person. Mega langweilig an Videos cool. Wie gesagt, ne, Option hat er ja. So.
Haben wir auch gleichzeitig den Kampf platt gemacht, die dann ein paar EP kassiert. Meine Tasche reinpasst. Ich bin im Moment. Das wird dann automatisch dann eingelagert. Bötchen? Will ich gerade verarschen? Oh. Oh. Der Koffer. Da gibt es dann irgendwann das Problem mit dem Datenvolumen. Du kannst es dir auch vorher runterladen und dann auf dem Handy gucken. Oder aber nach dem WLAN dran. Oder das WLAN-Passwort herausfinden, falls das überhaupt bei deiner Firma gibt. Glaube ich noch richtig? Ja und nein. Ihr habt das Zielgebiet erreicht. Gibt es irgendwelche Anzeichen einer Protosubstanz? Keine Ahnung. So weit sind wir noch nicht. Oh, Gnade des Planeten. Jetzt haben wir es. Nein. Wir gehen nicht mehr in die Karte rein. Das bringt ja nicht. Kann ich das noch nicht herstellen? Die fehlen für die Synthese benötigte Materialien. Mir fehlt eins. Wollen wir nicht mal eine Ausnahme machen? Nein, ich will schon wieder in die Karte reingehen. Sag mal. Oh. Der ist nämlich gut dann für Eris. Und wir machen einen guten Satz. Ich verkehre. So, Ausrüstung. Mädchen. Ah, Metallarmreif austauschen. Das ist 3045. Oh, der ist ja noch krasser. Der ist ja richtig krass. Der hat nur zwei, meiner hat drei. Trotzdem, der ist krass. Der ist gut für Mädchen. Ey, leck mir am Arsch, Marie. Ich glaube, ich muss nach dem hier mal gucken, was wir alles eingesammelt haben. Ach, ernsthaft, du kannst da nicht. Hörchen bringt mich gleich zur Verzweiflung. Ausbildung benutzt. Rich und die anderen waren genau wie halt Midgar ganz verrückt danach. Manchmal habe ich... Erhöhte Werte? Tifa, tu das nicht! Ja! Na, Tifa, was hast du angestellt? Du musst heute Abend bestraft werden. Jetzt haben sie Ähnlichkeit vom Original. Was ist denn das hier für ein Trip? Ich glaub's nicht. Guckt uns doch mal an. Hey,
Das wird ja immer besser. Ja! Oberst! Jetzt liegt es an euch. Nein! Verstärkung! Gut, dass ihr da seid. Shinras Truppen haben uns fast vollständig überrannt. Bitte, ihr seid unsere einzige Hoffnung. Hä? Uns bleibt keine Zeit. Ich erkläre euch den Plan unterwegs. Folgt mir, aber zackig. Das kann man definitiv sagen, dass Tifa scharfe Kanten hat. Das war aber nicht Dante, der da aus Knöpfchen gedrückt. Nein, nein, diesmal war ich das nicht. War Tifa. So, die wundersame Kraft der Protosubstanz hat dich in die Welt von Fort Condor gesaugt. Um die Protosubstanz für dich zu beanspruchen, musst du die Condor-Streitkräfte zu einem Sieg gegen Shinras Truppen führen. Und dafür bedarf es einer sorgsamen Vorbereitung. Mir graut das jetzt schon wieder. Bei der Schlacht hast du die Möglichkeit, Einheiten für deine Streitkräfte zu bestimmen. Schon mal gut. Einheiten für deine Streitkräfte. Dabei hast du die Wahl zwischen Heldeneinheit und Standardeinheiten. Und sich nicht so geräuschen dann. Claude und seine Gefährten zählen zu den Heldeneinheiten. Wer hätte es gedacht? Von diesen kannst du bis zu 2 in die Schlacht schicken. Nicht so gut. Bei den Standardeinheiten hast du die Wahl zwischen einer offensiven und defensiven Aufstellung. Stelle deine Heldeneinheit mit L1, R1 und deine Standardeinheit mit... Okay, wow. Tifa? Okay, ich kann nur... Claude, Tifa oder Barret auswählen. Okay. Was haben wir hier drinne? Ah, okay, da kann ich dann hier durchswitchen. Würde mal sagen, einfach mal so auf gut Glück. Wobei hier Barret für den Wert. Wir sind nicht gerade beide so gut. Aber er ist für Fernkampf. Das ist schon mal nicht schlecht. Verteidigung von Stützpunkt. Ausbalanciert. Offensiv, defensiv. Wir machen jetzt erstmal Verteidigung des Stützpunktes, oder? Mal gucken, das ist mal wieder so ein kleines Minigame. Match beginnen, ja? Um eine Einheit aufzustellen, musst du ihr eine Position auf dem Schlachtfeld zuteilen und dann mit X bestätigen. Machst du dies, schaltest das Spiel in den Taktikmodus, indem du in der Ruhe eine Einheit auswählen kannst. Behalte den Entsendungsplan deines Gegners auf der rechten Bildschirmseite im Auge und passe deine Strategie entsprechend an. Boah, ey, das wird ja schon wieder hart. Oh, Akim ist da. gut schreiben. Gut, Hammer, los. Kann ich aussuchen, welche Einheiten? Hä? Okay. Bei der Einheit gibt es 3 Rollen. Ah, okay. Boah, Alter, das ist. Was haben die denn da nur gemacht? Zwischen diesen Einheiten besteht ein Kräfteverhältnis, das du über ein Diagramm oben rechts auf dem Bildschirm jederzeit konsultieren kannst. Beispiel: Stürmer sind effektiv gegen Schützen. War schwach gegen Verteidiger. Hab also die feindlichen Einheiten immer im Blick, wenn du deine eigenen aufstellst. Jede Einheit kostet außerdem ATB-Energie. Okay. Wenn ich jetzt irgendwie mal so ein bisschen weiter wegzoomen. Okay. Wie, woher soll ich jetzt wissen, wer wo wann kommt? Und. Hä? Das ist ein Angreif. Packen wir mal den Elite-Verteidiger dahin. Ah, so. Packen wir hier noch den Verteidiger. Der ist für den Angriff.
Kann ich jetzt überhaupt Heiler, Steinschleuder? Brauchen wir jetzt keinen zum Angreifen. Brauchen wir irgendwie so einen Elite-Sturm? Der braucht 3. Ah, okay. Schützen einsetzen. Okay. Wie greife ich jetzt zum Düsen? Noch cooler. Hier. Elite-Stürmer. Fernangriffe wäre besser gewesen. Egal. Also greift ihr denn nicht den Typen an? Macht Attacke auf ihn, wie auch immer. Wie viel brauchen die Helden? Heldeneinsatz führt zum Standardeinwechsel. Kann ich die rufen? Es war nicht nett, mein Freund. Kann ich hier die Balliste hinstellen? Und hier packen wir einen Elite-Verteidiger hin. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Wenn du Einheit der gleichen Rolle wie die eines Heldeneinheit entsendest, sammelst du damit Entsendungspunkte für den entsprechenden Helden. Hast du genug Punkte zusammen, kannst du diesen auf dem Spielfeld platzieren. Beachte, dass du jede Heldeneinheit nur einmal pro Gefecht einsetzen kannst. Okay. Greift das Ding nochmal an? Oh ja, es greift an. Tatsächlich. Ja, dann schicken wir jetzt mal Klötchen rein. Jede Einheit führen nach ihren Platzierungen auf dem Schlachtfeld eine Spezialfertigkeit aus, die Gegner in der Nähe Schaden zufügt. Verbündete mit Buffs stärkt. Heldeneinheiten sind extrem mächtig und können das Blatt im Kampf ja. Bleibende Zeit. Wenn du den Anführer der feindlichen Truppen nicht innerhalb des Zeitlimits besiegst, kannst, gilt der Kampf als verloren. Was? Wieso gilt denn das dann als verloren? Gegen Ende des Kampfes kann der Gegner allerdings keine neuen Einheiten mehr entsenden. Das ist eine Chance, eine Großoffensive zu starten. What the fuck? Das war super gemein. Wow, ging sofort hin. Brauche ich noch einen Verteidiger. So, dann setze ich ein bisschen weiter zurück. Und hier packe ich noch eine Balliste hin. Ja, jetzt alle auf den Dicken. Ihr macht ihn fertig. Gibt's ihm hart und kräftig. Ja. Hört uns! Hm? Was
Was muss ich da sehen? Ja, was denn? Das wüsste ich selbst zu gern, wenn ich mich da nur erinnern würde. Doch, es gehört mir. Hey, hier geblieben! Was war denn das? Wir waren im Spiel, oder? Das ist so ein Quatsch! Würde ich gern sagen, aber... Unglaublich, dass es so etwas gibt. Selbst in meiner Datenbank gibt es nichts Vergleichbares. Welches Phänomen wohl dahinter steckt? Könnte es zum Beispiel sein, dass... Chadley, konzentrier dich. Sag uns lieber, was wir jetzt tun sollen. Die Protosubstanz haben sich nämlich diese Hampelmänner gekrallt. Ach, richtig. Die Protosubstanz. Das Signal ist zwar schwach, aber ich kann sie orten. Das könnte bedeuten, dass der Zugang zu Fort Condor erneut geöffnet wurde. Seht am besten gleich mal nach. Grüße dich, Viana. Schön, dass du eingeschaltet hast. Okay, das war ein nettes, kleines Minigame, würde man sagen. War ein bisschen komisch, aber... Okay, wir haben's gleich auf Anhieb gemeistert. Kann man nicht einmal in Ruhe Albträume haben? Wer seid ihr? Sie ist nah. Die Verschmelzung der Welten. Die Reunion. Beeil dich, Cloud.